Imperiums. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Nerdizismus-Podcast für The Walking Dead-Fans und alle, die es nicht mehr werden wollen. Ich bin Chris und mit mir dabei ist der Michael. Hallo. Hallihallo. Und heute live aus dem Nerdizismus-Wohnzimmer. Wir holen das jetzt zum zweiten Mal nach, denn eigentlich hatten wir ja versprochen, dass wir einen Live-Kommentar zur finalen Folge Zorn oder Wrath der Folge 16 von The Walking Dead in der 8. Staffel machen. Aber da hat uns leider die Technik einen Streich gespielt, denn mein Rechner ist einfach abgestürzt. Mittendrin. Ich muss mal bei deinen Arbeitgeber beschweren, also wirklich. Ja, das ist halt ein Acer-Rechner. Ich war eigentlich bisher immer ganz zufrieden mit dem. Ich habe auch keine Ahnung, warum das passiert ist, aber es ist passiert. Und dann haben wir gedacht, es ist jetzt aber blöd, nochmal neu anzufangen. Deswegen gibt's heute eine ganz reguläre Folge. Aber bevor wir einsteigen, Michael, take it over. Für alle, die uns nicht kennen, wir sind ein Podcast für Nerds, Geeks und Cosplayer, wie wir es so schön nennen. Ihr findet uns auf nerdizismus.de und da findet ihr auch alle Infos und alle Serien, die wir machen. Denn wir machen nicht nur unsere Hauptserie oder diese Serie über Walking Dead. Nein, wir sprechen auch teilweise über Star Trek, wir sprechen über Game of Thrones und wir sprechen über Filme, Serien und sonstigen Scheiß, den es so da draußen gibt. Auf unserer Webseite nerdizismus.de findet ihr da den großen roten Abonnieren-Button und wenn ihr da draufklickt, dann öffnet sich entweder der Podcatcher eurer Wahl, ihr könnt euch einen aussuchen oder ihr könnt den Feed einfach so abonnieren. Ihr könnt uns natürlich auch über iTunes finden, wo ihr gerne auch unsere Folgen bewerten und kommentieren könnt. Ich glaube, bei iTunes kann man nur in einem großen Kommentar einmal eine Bewertung abgeben. Haben wir aber auch ganz gerne. Ihr findet uns nicht nur auf iTunes, sondern auch auf sämtlich anderen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter und ich erwähne es immer wieder. Ich vergesse immer was wie. Ich weiß nie, ob es Vero oder Velo ist. Ich glaube, es ist Vero. Es heißt Vero, ja. Da haben wir einen Account. Ja. Ich glaub, wie viele andere auch. Ja, wie viele andere auch. Ob es noch genutzt wird, wir wissen es nicht, aber es ist ja schön, überall vertreten zu sein. Ich sollte vielleicht mal wieder reingucken. Jedenfalls, da könnt ihr uns überall finden, da könnt ihr unsere Folgen hören, da könnt ihr nicht nur unsere Folgen hören, da könnt ihr auch den ganzen anderen Scheiß sehen, den wir sonst posten. Und ja, und da könnt ihr uns wie immer schreiben, uns haten, uns lieben, uns bewerten, wie auch immer es ihr wollt und das war es im Prinzip schon wieder mit der Einführung. Du vergisst immer die E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse? info@nerdizismus.de. Es gibt Menschen, die schreiben noch eine E-Mail. Heutzutage E-Mails. Okay, wir bekommen E-Mails, in der Tat. Ja, ich überlege, ob wir... Schreibt uns doch mal per E-Mail, ob ihr eine WhatsApp-Gruppe haben wollt. Alle machen WhatsApp-Gruppen. Ja? Ja. Und wir sind jetzt schon 3 Minuten in der Folge und damit haben wir jetzt gleich unsere durchschnittliche Seitenverweildauer laut Analytics überschritten. Das heißt also, alle Menschen, die happy, hippie, fancy YouTuber gewohnt sind, deren Videos jetzt vorbei sind, sagen wir Tschüss. Und alle Menschen, die auf Qualitätscontent stehen und die ein bisschen länger als 3 Minuten Aufmerksamkeitsspanne haben, hallo zu Dead Nerds Talking, Folge 16, die finale Folge der 8. Staffel. Wir sprechen heute drüber. Fangen wir erstmal an mit der üblichen Zusammenfassung. Wir beginnen mit einem kleinen Rückblick, den wir am Ende auch nochmal aufgreifen. Das heißt, wir sehen Rick mit Carl in den Sonnenuntergang sozusagen wandern. Und das scheint wohl ein Rückblick zu sein. In dem Fall wissen wir es noch nicht. Und dann geht's weiter mit einem längeren, philosophisch angehauchten Dialog zwischen Siddiq. Ich kann mir das gut merken, dass der Arzt Siddiq heißt, weil der wie Alexander Siddiq heißt. Und Alexander Siddiq ist Dr. Bashir in Deep Space Nine. Das ist meine Eselsbrücke, warum ich mir merken kann, wie der heißt. Mit der gleich nicht vorhandenen Eselsbrücke kann ich mir nicht merken, wie der Arzt aus Discovery hieß. Der Mass Effect Arzt. Genau. Ja, und ich habe auch letztens...
genau, nein, der also Arzt. Der beste Film. Okay, ja. Genau, siehst du? Und ich habe letztens noch zwei, drei andere Star Trek Discovery Podcasts gehört in Vorbereitung für unseren Cast Plus auf der FedCon. Und wir sind, ich bin nicht der Einzige, der jetzt diese Scheißnamen nicht merken kann. Ja, da gibt's noch andere. Aber gut, also wir haben hier den Arzt Siddig, der unterhält sich mit Rick und sie planen so ein bisschen, wie es um ihre Zukunft weitergeht und wie man das Ganze denn vielleicht zukünftig machen sollte. Dann springen wir zu Killing Spree Morgan, der ja immer noch ein bisschen verrückt unterwegs ist und sich ja dann auch am Ende der Folge entschließt, den Platz mit Jadis zu tauschen. Wir haben dann im weiteren Verlauf, jetzt muss ich gerade mal gucken, Negan, der seine Munitionsproduktion bei Eugene abholt und dann auch in bester Blofeld-Manier im Auto seinen Plan verrät. Und da haben wir schon so die erste Geschichte, da bin ich irgendwie, sind wir uns nicht ganz einig, der Michael und ich, da müssen wir mal gucken, wie die ganze Geschichte ausgeht und wie dieser Plan eigentlich gedacht war. Wir sehen die Hilltopper, die auf Zurufen von Gregory ja jetzt die vermeintlichen Fallen, und das ist auch so ein Punkt, den habe ich nicht ganz verstanden, also die vermeintlichen Stützpunkte oder Außenposten oder Überwachungsposten der Saviors auskundschaften und dann in bester Sniper-Manier, also Sam Fisher wäre ja sowas von stolz, mit einem Schlag sofort alle ausschalten und dann Hinweise darauf finden, wo sich der Negan aufhalten könnte. Und dann sagt Rick ins Mikrofon zu Michonne, also das war doch eine Falle, ich weiß jetzt, wo Negan ist. Ein Satz, den ich nicht verstehe. Dann geht's weiter, die machen sich also auf den Weg Richtung Negan zur Mill Road, Millhouse Road oder so irgendwas. Zwischendurch haut der Reverend nochmal ab, wird aber gleich wieder eingefangen. Auch das irgendwie eher belanglos. Und dann kommt's zum großen Showdown. Und in dem Moment, wo man glaubt, jetzt ist es um den Reverend geschehen, da passiert Folgendes. Alle Waffen der Saviors explodieren, als sie auf die Hilltopper schießen wollen. Das allgemeine Chaos kann genutzt werden, damit Negan entkommen kann, beziehungsweise nur vermeintlich entkommen kann, denn er läuft direkt Rick in die Arme und die zwei kämpfen dann bis aufs Blut und am Ende wird Negan tödlich verwundet, doch den finalen Schlag, den führt Rick nicht aus, denn er besinnt sich dann der Worte von Carl, man könnte ja vielleicht doch was Besseres anfangen mit seiner Zeit, als sich gegenseitig umzubringen. Derweil in Hilltop kommt, und da liegen wir das einzige Mal richtig mit unseren Prognosen, Oceanside noch rechtzeitig zur Hilfe. Und damit ist eigentlich ja dann auch an der Stelle alles gesagt. Wir haben dann noch einen Epilog, der schließt mit der Szene, die die Staffel eröffnet hat, nämlich Rick an dem Baum. Und dann wartest du, das war die Halbseason. Die Halbseason wurde damit eröffnet, genau. Rick an dem Baum. Wir sehen noch die Verabschiedung von Dwight und Daryl. Daryl lässt Dwight noch einmal laufen mit dem Versprechen, dass er nie wieder zurückkommt und jetzt sein Leben bitteschön ändern soll, alles besser machen soll. Dann gibt's noch zwei große Entwicklungen, da müssen wir dann auch drüber sprechen. Wir haben nämlich zum einen Maggie, die jetzt einen Putsch plant gegen Rick, da er Negan hat leben lassen. Und wir sehen Rick und Michonne, wie sie beim verwundeten und gefesselten Negan sind und ihm prophezeien, dass er den Rest seines Lebens in einer Zelle verrotten wird. Was ungefähr das ist, wie es auch in den Comics ist, zumindest so vom Teil her. Ja, dann sehen wir noch den Reverend, der seinen Glauben wiedergefunden hat und die ganze Folge schließt mit dem am Anfang gesehenen Bild. Carl und Rick laufen über Kuhweiden in den Sonnenuntergang. The End. Es hat mich ja dann doch ein bisschen überrascht und auch etwas gestört. Eigentlich hätte Walking Dead jetzt so kitschig sein können und irgendwie so ein halb blurriges Bild in der rechten Ecke von Carl einblenden können. Wie Carl in die Kamera lächelt. Ja, nee. Um ehrlich zu sein, könnte vom... Also wenn die Serie jetzt zu Ende wäre und keine neunte Staffel kriegen würde, hätten wir zwar eine Menge lose Enden, aber es wäre okay. Ja, so viel losen Enden. Also letztendlich ist so ein bisschen die nächste Staffel nur vorbereitet worden durch Maggie, die ihren eigenen kleinen Bürgerkrieg anzetteln will. Nach dem Krieg kommt der Bürgerkrieg. Also wir müssen irgendeine Art von Krieg immer da haben. Wenn es nicht unbedingt die Leute von außen sind, dann muss es halt einen Konflikt von innen geben. Aber das ist das Einzige. Ah ja, morgen haut ab, aber morgen haut so Fear the Walking Dead ab. Das heißt, mein Hubschrauber ist nicht mehr gekommen. Dabei haben sie ihn in der letzten Folge nochmal großartig gezeigt. Na, groß auch nicht. Selbst Liegen war nicht interessant genug. Unglaublich. Ich hatte so tolle Theorien, ja, dass da Georgie rauskommt oder Vulkania oder keine Ahnung was. Alles nix. Alle unsere Prognosen waren auch falsch. Die einzige, die richtig war, dass die Oceanside-Mädels den Hilltoppern ein bisschen den Hintern gerettet haben. Naja, aber auch wir haben darüber diskutiert, dass
Wir haben darüber diskutiert, dass Eugene das Ganze sabotieren könnte. Ja. Das ist am Ende da auch eingetreten. Wir haben auch darüber diskutiert, dass wir das ziemlich blöd fänden würden, wenn Eugene jetzt wieder die Seiten wechselt. Vor allem, weil überhaupt nicht klar wird, wann er diesen Plan gefasst hat. Ja. Also wir haben uns extra nochmal die 15. Folge kurz im Schnelldurchgang angeguckt. Und es ist wirklich so, dass man nicht sagen kann, es ist echt Interpretationssache, wann Eugene diesen Plan fasst. Also es wird gesagt, als er den Gabriel dabei erwischt. Und auch da ist die Frage erwischt. Ja gut, doch, Gabriel hat es ja mit Absicht gemacht. Genau, dass die Patronen unsauber verarbeitet sind und deswegen die Gefahr besteht, dass sie im Lauf explodieren. Genau. So. Und jetzt ist die Frage, ist das der Punkt, wo Eugene dann auf die Idee kommt, sagt, hey, das ist eigentlich eine gute Sache, um hier rauszukommen? Und deswegen, als er dann von Rosita und Daryl gefangen genommen wird, wieder zurückrennt, damit er diese Task vollenden kann. Er hätte ja auch den beiden sagen können, ey, ihr müsst mich unbedingt wieder zurücklassen, weil ich mache das und das und das. Das und, hätten sie trotzdem nicht gemacht. Das wäre ja viel zu großes Risiko für die gewesen. Wahrscheinlich hätten sie es nicht gemacht. Ja, aber er hat es ja auch nicht mehr versucht. Er hat ja nicht mehr gesagt, ihr müsst mich zurücklassen, weil, ja, das ist besser für euch oder wie auch immer. Er hat es ja nicht mehr versucht. Oder es war halt einfach doch der Schnelligkeit geschuldet, dass diese Patronen so schnell hergestellt werden mussten und sie deswegen halt schlampig produziert wurden. Ja, das glaube ich nicht. Ich meine, man sieht es ja auch in den Szenen kurz bevor Negan runtergezählt hat auf die Eins, dass Eugene so einen Blick drauf hat. Und da wusste ich, dass irgendwas passiert. Da wusste ich, dass er die Seiten wechselt. Ich wusste nicht, dass das passiert. Da ist übrigens bei unserem Versuch der Live-Übertragung der Rechner abgeschmiert. Genau, mitten bei, als Negan 3 sagt, ja, ist der abgeschmiert. Ja. Nee, meine Theorie. Ich versuche ja immer ein bisschen, die Theorien der Fans sind immer ein bisschen cleverer, als die Serie am Ende war. Mhm. Also meine Theorie ist, dass Eugene schon früher den Plan gefasst hat und das als einzigen Ausweg und als einzige Kontribution gesehen hat, dass er irgendwas einen Einfluss auf den Krieg hat. Okay. Dass er schon von Anfang an manipuliert hat und in dem Moment, als er gesehen hat, dass Gabriel einen Manipulationsversuch gemacht hat, der aber viel zu schlampig war, war sein Plan gefährdet, die richtige Manipulation durchzuführen. Ist meine Theorie, ist wahrscheinlich eher am Ende wirklich so gewesen, dass Eugene sich erst dann entschieden hat, das auch zu machen. Aber ich möchte mir vorstellen, dass der Charakter so clever ist, wie er manchmal tut. Und das hieße dann also, dass er den Plan schon länger gefasst hat. Genau, vielleicht hat er noch ein bisschen gezweifelt. Wir haben ja immer wieder diese typischen Eugene-Episoden bekommen, wo nicht klar war, auf welche Seite stellt er sich jetzt. Aber vielleicht hat er dann am Ende gesagt, okay, wenn ich zurückkomme, werde ich angepisst. Wenn ich hier bleibe, habe ich vielleicht eine Chance, erstens eine gute Position zu bekommen und vielleicht, wenn alles gut geht, sabotiere ich das. Na gut, er hätte jetzt ja mit dem Gabriel auch einen Zeugen. Denn wenn so viele Patronen explodieren, dann hätte er mit Gabriel ja einen Zeugen, der bestätigen könnte, dass Eugene für die Patronen verantwortlich war und deswegen nur er das gewesen sein kann. Aber ach, die fallen aber auch, die Schauspieler, die Extras fallen auch so, ja, so extremst theatralisch. Und das Witzige ist, es sind nur die tot, die vorher keine große Rolle gespielt haben. Also alle anderen haben nur leichte Verletzungen. Wir haben hier keinen großen Tod in der Episode. Für ein Finale haben wir ziemlich wenig. Und es gibt auch keinen cheesy Cliffhanger. Ich hatte ja echt gedacht, dass am Ende irgendwie so ein ganz cheesiger Cliffhanger ist, wo man wieder glaubt, es stirbt einer der Hauptcharakter, nur dass er am Ende rauskriegen hat, nur eine Fleischwunde oder es war halt dann doch nur ein Mülleimer über ihm oder also sowas. Also ich finde es ganz gut, weil es hier jetzt einen relativen Cut gibt. Die Savior-Geschichte ist mehr oder weniger vorbei. Ich hoffe, sie wärmen das jetzt nicht an der nächsten Staffel wieder auf und sagen, ja, okay, wir waren früher Saviors, wir müssen jetzt erstmal klarkommen, damit wir gut miteinander leben. Ich hoffe, die Geschichte wird jetzt unter den Teppich gekehrt. Nur Negan wird ein, zweimal gezeigt. Der kommt sicherlich, meine Theorie, der kommt nach 2 Folgen wieder aus seinem Gefängnis raus, weil sonst würden sie Jeffrey Dean Morgan nicht behalten in der Serie. Und der ist dann irgendwie, hat seinen Redemption Pass, seinen Wiedergutmachungs-Story-Arc und dann müssen die sich gegen interne Komplikationen wehren, bis dann der nächste Bösewicht wieder auftaucht. Also typische Storyverlauf. Aber ist das denn glaubwürdig, dass jetzt Maggie so sauer ist, dass sie jetzt gegen Rick plottet, nur weil er jetzt Negan nicht umgebracht hat? Ja. Ich meine, das Ergebnis spricht ja für Rick. Also Negan ist aber trotzdem noch für den Tod ihres Mannes.
verantwortlich, den sie super geliebt hat und der der Vater ihres Kindes ist. Dafür wollte sie ja Rache die ganze Zeit. Und ganz ehrlich, Negan hätte ja auch schon ziemlich den Tod verdient für den Scheiß, den er da abgezogen hat. Ich kann beide Argumentationen verstehen. Ich finde es ein bisschen übertrieben, dass sie jetzt so einen internen Konflikt, so einen Civil War daraus machen. Aber ich weiß, vielleicht ist das ja auch der cheesy Plot Cliffhanger, dass da jetzt was angedeutet wird, was in zwei Folgen schon überhaupt kein Thema mehr ist, weil die sich dann mal beim Kaffee mal ausreden, aussprechen. Ja, nee. Aber für mich hat es jetzt keinen Sinn ergeben, dass zum Beispiel in dieser Verschwörung Jesus dabei ist und Daryl dabei ist. Ja, richtig. Das hat für mich, also gerade bei Daryl hat es für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja. Also was die zwei schon einander durchgemacht haben, da hätte Daryl viel früher und viel direkter mit Rick eigentlich gesprochen, gesagt, so komm mal Freund, so geht das nicht. Genau. Und er hätte ja auch nicht weit laufen lassen. Genau, dann hätte er auch nicht weit laufen lassen müssen. Ja. Er hätte auch erschießen können. Ja. Also er will halt keinen Daryl 2 da haben. Ja, wahrscheinlich. Ja, gut. Eine andere Prognose in der Episode, die wir während des Livestreams versucht hatten. Jesus hat überlebt. Ja, und es gab eine Einstellung, da war ich mir ziemlich sicher, er geht drauf. Ja. Und zwar die, als er mit Morgan so lange spricht. Und das war so eine typische, was hast du in der Zukunft vor, Dialoggeschichte. Und das sind eigentlich normalerweise solche Dialoge, wo dann irgendjemand drauf geht. Ja. Ja. Und wir haben Jesus jetzt länger nicht mehr gesehen und plötzlich ist er in zwei großen Szenen wieder dabei. Mhm. Ist meistens eine Andeutung dafür, dass sie so ein bisschen den Cast verkürzen. Ja. Rick ist übrigens der schlechteste Magnum-Schütze überhaupt, ne? Der trifft, also Zombies haben sofort einen Headshot, aber alles andere trifft er nie. Ja? Ich glaube, ich würde mal die Waffe wechseln vielleicht irgendwie mal. Plot Convenience. Ja. Und die schönen Fenster, die hier am Baum rumbaumeln. Wir haben ja erstmal irgendwie spekuliert, dass es Hilltop sein könnte, wo der finale Kampf stattfindet. Aber letztendlich hatte irgendein Künstler wohl mal Bock, da ein paar Fenster aufzuhängen. Oder es ist irgendeine amerikanische Tradition. Also falls einer unserer Hörer da draußen weiß, ob Amerikaner sich gerne Bleiglas- und Buntglasfenster in ihre Bäume hängen, ja, dann möge er es bitte uns mitteilen, denn ich habe davon noch nie irgendwas gehört. Aber vielleicht ist es ja irgendwo in Georgia ja absolut gegeben. Wir haben ja beide gedacht, vielleicht haben die Hörer das anders gesehen, dass Negan den Löffel abgegeben hätte nach dem Cutthroat, nachdem Rick ihm die Kehle aufgeschlitzt hat. Ja, weil du ja eigentlich nicht erst noch 3 Minuten redest und dann irgendjemand dahin schickst, der kein Medic-Team ist, sondern einfach nur eine Kompresse drauf hat, um jemand mit einem aufgeschlitzten Hals noch zu retten. Ja. Also in einer anderen Serie wäre der schon längst draufgegangen, wenn es ein Serienklischee gewesen wäre. Genau. Selbst bei Walking Dead wäre der draufgegangen, wenn es nötig gewesen wäre. Genau, selbst bei Walking Dead wäre er draufgegangen. Und ja, also ich bin da jetzt, vielleicht haben wir ja Rettungssanitäter oder Notärzte oder Chirurgen unter unseren Hörern, die können das ja auch gerne mal mitteilen, ob man sowas mit Hausmitteln mal eben überleben kann. Vielleicht wurde die Luftröhre ja nur angeritzt. Ja, nur irgendwie angeritzt, war halt dann auch wieder irgendwie so. Ja, Plot. Aber ich meine, man muss ehrlich sagen, die Location, wo sie sich prügeln, ist ja schon idyllisch. Also sowas habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. So ein Faustkampf mitten auf der Wiese, auf der Kuhweide. Ach, stimmt. Ich habe das in irgendeinem Review gelesen, habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet, dass im Hintergrund wohl eine massive Zombie-Herde sein muss. Ja, das habe ich aber auch erst als ich es beim zweiten Mal durchgucken geschaut habe. Mir ist nämlich aufgefallen, und ich guck's hier schon in HD, ja, dass die laufen über diese Wiesen und dann bleiben die Hilltopper kurz stehen und gucken so in die Ferne. Ja. Und dann laufen die weiter. Und ich habe mich geguckt, so, was gucken die denn da? Was ist denn da? Und erst beim zweiten Mal habe ich dann gesehen, ach, da ist eine riesige Herde da hinten. Ja. Oder am Ende kommt nochmal so ein Screen, wo man das nochmal sieht. Ne? Die sehen eher aus wie die Bäume in Herr der Ringe. Ja, eben. Ja. Da hast du also wirklich gar nichts gesehen. Und diese Buntglasfenster sind echt prominent. Ne? Ja. Also, aber die Herde hätte doch eigentlich auf die aufmerksam machen werden müssen. Ich meine, die stehen auf einem Hügel, wo sich der Schall massiv verbreiten kann über mehrere Kilometer. Und die sind doch anfällig. Okay, so eine Herde ist natürlich auch laut, wenn sie selber rumläuft. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, ob die Herde nochmal. Andererseits, ganz ehrlich,
eine Herde ist doch keine Bedrohung mehr. So eine große schon. Also das ist ja schon. Erinnerst du dich noch an die eine Staffel, wo sie komplette Herde da in diesen Steinbruch gelotst haben und alles? Und in der Staffel haben, oder in der letzten siebten Staffel war das, glaube ich, oder war das in der, haben sie ja die Herde komplett über die Autobahn gelenkt und so. Also ganz ehrlich, so eine Herde macht doch denen doch keine Angst mehr. Okay, es ist halt ein bisschen Arbeit, keinen freien Sonntagnachmittag, okay, aber. Also wäre doch schön, in The Walking Dead mal wieder so ein bisschen eine Zombie-Bedrohung drin zu haben. Ich meine, am Anfang mussten sie ständig vor denen fliehen. Natürlich waren auch immer die Menschen, die gefährlich waren. Aber trotzdem Ninja-Zombie konnte aus jeder Ecke rausspringen und ein neuer Charakter war tot. Und das haben wir jetzt gar nicht mehr. Vielleicht haben wir jetzt derzeit wieder dafür, dadurch, dass die Saviors Geschichte sind. Tja. Und die restlichen Saviors haben sich ja auch ganz schön schnell ergeben, ne? Na gut, was willst du machen, wenn die anderen Knarren haben und du hast keine selber keine mehr? Da hätte ich jetzt auch schnell gesagt, Entschuldigung, war ein Scherz, nicht so gemeint. War ein relativ striktes Finale, also nicht viele Ausweichungen irgendwo anders, Ausschweifungen irgendwo, andere Szenen dahin. Die hatten Ziel und das haben sie erreicht. Da war jetzt auch nicht viel mit diesen ganzen Schnitten, die vorher mal versucht haben. Mit den Zeitebenen, Zeitsprüngen haben wir alle nicht gehabt. Sehr gestreamlined. Ja, das stimmt. Aber mir fällt gerade ein, wenn wir die Folge hier nebendran laufen lassen, warum haben sie ihn nicht einfach schon vorher erschossen, den Negan? Sie hatten ja mehrfach die Gelegenheit, ja, oben von der Mauer runter, ja, als sie das Sanctuary angreifen. Ja, aber das wäre es einfach gewesen. Dafür muss man... Gibt es ein Walking Dead How It Should Have Ended? Ja, da sieht man die Zombies nochmal. Ja. Habe ich auch nicht gesehen. Kennst du die How It Should Have Ended? Ich kenne die Reihe, ja. Hätte ja eigentlich sein müssen. Governor tot. Negan tot. Ja, Maggie tot. Ja. Allerdings hätte ich nichts dagegen, wenn in der nächsten Staffel wirklich Maggie das Zepter in die Hand gedrückt bekommt. Weil die ist ein viel fähigerer Führer als Rick. Aber ist es dann nicht eigentlich so, dass an der Stelle dann Rick vielleicht auch sagen würde, weißt du was, da machst du deine Scheiße alleine, ich gehe weiter. Und dann, ich meine, Michonne und er sind doch eigentlich so Eigelbrödler, dass die dann sagen, komm, dann gehen wir, bevor es Ärger gibt. Ja. Naja, nee, jetzt hat er ja die Vision von Carl, eine bessere Welt aufzubauen. Ja, aber auch Frage ist, was passiert mit Eugene, wenn sie ihm alles verzeihen? Das ist jetzt vorbei, die vertrauen ihm wieder, weil der hat denen ja geholfen. Ich glaube nicht, dass das nochmal wieder groß diskutiert wird. Ich überlege gerade, was ich ändern muss, damit es wieder Spaß macht zu gucken. Ich habe ja die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben. Aber ich glaube, was ganz sicher raus muss, ist dieses Repetitive. Es kann nicht sein, dass jetzt schon wieder einfach der nächste Villain of the Season kommt und sonst kein neues Element rein. Ja, dann wäre mal schön, wenn die gegen die Elemente kämpfen müssten, wie ein Wintereinbruch. Ja, zum Beispiel. Hatte man ja in den Comics auch schon öfters, da mussten die erstmal in dieser Welt zurechtkommen. Vielleicht haben sie dann kein Essen mehr und verhungern halb alle, keine Ahnung. Es ist jedenfalls interessanter, so menschliche Dramen reinzubringen, als die ganze Zeit, wie du gerade sagtest, den Konflikt mit einem neuen Bösewicht zu schüren. Also das muss ich definitiv ändern, da muss mal wieder was Neues her. Weniger Leute, also den Cast einmal trimmen. Den Cast verkleinern, auf jeden Fall. Und dann auch wirklich... Wenn ich schon einen kille, dann auch irgendjemand, mit dem ich was anfangen kann und nicht der vor 20 Folgen mal 3 Sätze hatte, dann kommt der wieder, dann soll er mir plötzlich wichtig sein und dann wird er gekillt. Und ich so, du sitzt einfach nur da und denkst so, hä? Erinnerst du dich noch an den Menderes da in der letzten Staffel oder war das in der ersten Season, in der siebten Season, wo der da war, dritten Season 3 Sätze hatte, 5 Minuten Screentime und dann Staffel. War in dieser Staffel. Erste Hälfte, nur genau. Den Angriff angezeigt haben. Genau. Das ist doch komplett albern. Also auf solche Sachen sollten sie verzichten. Und ich finde, sie sollten darauf verzichten, filmische Experimente zu machen. Ja, das funktioniert nicht. Können sie nicht. Nee. Das muss entweder ein Showrunner ran, der das kann. Oh, lustiger Fun Fact, es gibt einen neuen Showrunner für die nächste Staffel. Ja? Komplett neuen, ja. Irgendeine Frau macht das jetzt. Okay. Der alte wurde, ich weiß nicht, ob er gefeuert wurde, aber ist jetzt nicht mehr dabei. Irgendwie nur noch als Executive Producer. Okay. Und die haben wirklich ein neues Team hinter der Kamera in der nächsten Staffel. Okay. Vielleicht hilft's.
Ja. Was hältst du denn von Maggie und dem Xavier Love Story Interest, Love Interest Potential? War ja klar, dass das kommt. Also glaubst du, die werden das weiterspinnen oder ja, das war einfach diese, nur... Diese Blicke, die sich da gegenseitig geben, klar. Hm. Ja gut, okay. Wenn du das so siehst, dann siehst du das... Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, sie machen da nichts draus. Doch, ich glaube, Maggie braucht wieder einen neuen Lover und der schöne Junge da ist genau der Richtige. Ja, okay. Und vielleicht hilft er ihr ja auch eine Einsicht zu bekommen, dass Negan am Ende nicht getötet werden soll. Gut, ja, vielleicht, das kann natürlich sein. Vielleicht aber einen kleinen Zeitsprung in der nächsten Staffel für ein paar Monaten und wir sehen in den ersten Minuten, wie die beiden im Bett liegen und diskutieren. Oje, mal auf den Teufel nicht an die Wand. Sind jetzt eigentlich die Oceanside-Mädels da jetzt bei den Saviors eingezogen? Oder sind es ehemalige Saviors alle hier, die rothaarige, mit der die redet? Die eine Blonde war ja eine Saviorin, aber da rennen jetzt dann nur Mädels rum in dieser einen Szene. Das war, glaube ich, Oceanside. Sind also die Oceanside, ja, sind da jetzt auch eingezogen. Dafür, dass sie übrigens so ein Drama am Oceanside gemacht haben, haben die herzlich wenig getan. Ja, die haben ein paar Molotow-Cocktails geworfen. Genau, die übrigens voll schlecht waren, diese Explosion. Du hast voll gesehen, wo der Brandtopf war. Ach Gott, war das scheiße. Also, das war echt so okay. Das war jetzt so ein pyrotechnischer Effekt aus dem Flickflack-Zirkus oder so. Da erwarte ich sowas. Also das war jetzt echt... Die haben jedenfalls nichts gebracht. Nee, die haben überhaupt nichts gebracht. Aber wie sollen sie auch? Die haben ja keine Waffen mehr, haben nur noch Speere gehabt. Naja. Das Staffelfinale hat die wenigsten Zuschauer seit dem Staffel 1 Finale. Echt? Nicht mal das Staffelfinale hat irgendjemand interessiert? Ja. Hm. Okay. Wir sind jetzt Zeit für einen Neustart. Ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich richten sie sich weiter an den Comics. Ich weiß nicht, wie die Comics weitergehen. Ich weiß nur, was du mir erzählt hast, dass Negan da weiter... Naja, es gibt ja noch diese, das ist das eine, dann gibt es ja noch diese Alpha- und Whisperer-Geschichte. Okay. Ja, die noch, also wo man immer wieder gedacht hat, dass vielleicht diese Scavenger oder Jadis das sein könnte. Aber Jadis... die geht ja jetzt nach Hilltop, so habe ich das verstanden. Kann ich mir vorstellen. Die Jadis heißt ja nicht Jadis, sondern Anne. Genau. Ja. Die wird ja dann dahin gehen, so habe ich das verstanden. Und der Morgan geht zum Hubschrauberlandeplatz und fliegt dann mit dem Hubschrauber nach Kalifornien. Weil er muss ja nach Texas, ne? Er muss da nicht hin. Nee, kommen die zu ihm? Nee, das ist, Fear the Walking Dead ist ja viel früher, also er war schon da. Ach, er war schon da? Ja, er war schon da. Ach so, ich dachte, der geht jetzt, weil du auch gerade gesagt hast, er macht sich jetzt auf Richtung Fear the Walking Dead. Nein, das sollte ja nur ein Scherz sein. Er kann ja gar nicht dahin gehen, weil er da schon war. Ach so. Fear the Walking Dead ist ja in den ersten Jahren viel, viel früher. Ich habe jetzt die letzte Staffel noch nicht zu Ende gesehen, deshalb weiß ich nicht, ob sie vielleicht einen Zeitsprung da reingebracht haben. Aber ich meine, es spielt alles noch vorher auf der ganz anderen Seite des Kontinents. Okay, die letzte Info, die ich hatte, ohne dass ich die letzte Staffel gesehen habe, war, dass es wohl am Ende in Texas ist. Ja. Aber von Texas nach Georgia ist immer noch ein großes Stück. Die waren in Mexiko und dann kann ich mir vorstellen, dass sie zurück nach Texas gehen, ja. Ja, und von wie gesagt, von Texas nach Georgia, da spielt ja die Walking Dead Serie, da ist es dann doch schon ein ganz schönes Stück. Ja. Also dann läufst du nicht mal eben so, ja. Ja, und da gibt es wohl dann irgendwie, oder man könnte halt darauf schließen, und da bin ich wieder bei diesem Comic-Cover mit diesen schönen, schicken, neuen Troopern mit den weißen Uniformen, dass es wohl irgendwo noch regierungs- und zivilisatorische Enklaven gibt, wo das Leben relativ normal läuft. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das wünschen dürfte, dann jetzt gerne so einen Konflikt zwischen solchen Stämmen wie jetzt denen, ja, und einer Gruppe oder einer großen Stadt, in der es praktisch noch so läuft wie vorher. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Illusion gespielt, ja, aber wo es Fernsehen und Radio gibt und normale Supermärkte und noch mit Geld bezahlt wird, etc. pp. Ja, den Versuch hatten sie ja schon mit Gavard, so ein bisschen. Ja, aber jetzt nicht mit so einem Dorf. Ja. Ich rede von
Houston, Texas, eine richtige Großstadt. Oder ein ganzer Staat oder ein ganzer County oder keine Ahnung was. Also dass da kommen so ein paar Typen auf wirklich, Pferden dann vorbei und sagen, wo wirklich hey, Tausende, wo wirklich Zehntausende, Hunderttausende Menschen im Prinzip ganz normal leben wie vorher auch. Ja. Wo dann so in Hunger Games oder Maze Runner Manier außenrum so eine Riesenmauer ist. Ja. Ja. Wo Hubschrauber patrouillieren, die Army noch ist, wo vielleicht der Präsident noch ist oder die sich irgendeinen neuen gewählt haben oder keine Ahnung was. Und dann fände ich es sehr interessant, wenn die das finden, also unsere Hilltopper das finden oder Rick das findet oder wie auch immer und wie dann so eine Gruppe, die halt jetzt schon 50, 100, 200 Leute auf dem Gewissen hat, mit sich wieder in eine Gesellschaft einfügt, die, sag ich mal, relativ normal weitergelebt hat, weil sie halt Glück hatte. Also wo nie es zu diesen... Hatten wir ja schon. Das war Alexandria. Nee, auch die haben ja... Ich rede wirklich von der Stadt, wo es... Ich weiß, im größeren... Ja, wo es Fernsehen gibt, wo es Supermärkte gibt, Bowlingbahn etc. Ja, aber aber letztendlich hatten wir das ansatzweise mit dem Governor und dann Alexandria in ja, aber es wäre ja, aber das, jetzt. Aber es wäre trotzdem ein bisschen was anderes, wenn das Ganze halt praktisch die neuen Vereinigten Staaten von Amerika, genau. Weil die wissen ja gar nicht, was im Rest des vielleicht ist ja von da aus von Atlanta aus oder wo die da rumhüpfen in der Gegend 10.000 Kilometer weiter oder 500 Kilometer weiter plus die nächsten 1.000 Kilometer. Trump hat seine Mauer gebaut, ja, gegen Zombies, ja. Dafür war dann die Mauer in Mexiko gut, keine mexikanischen Zombies. Deswegen leben die ja alle da glücklich und zufrieden im Rahmen dessen. Also jetzt geht's um Gesellschaft. Oder halt, stopp, ich weiß es. Was ist das gelobte Land in amerikanischen Filmen und Serien? Kanada. Ja, in Kanada gab's keine Zombie-Apokalypse. In Kanada ist alles friedlich, alles ganz normal, ja. Ja, da haben wir auch Free Healthcare. Ja, in Kanada ist alles stinknormal, da hat sich nie irgendwas geändert. Die Kanadier haben noch nicht mal mitgekriegt, was da war, ja. Die wundern sich nur über diese zerlumpten Amerikaner, die alle naselang über die Grenze walken, ja. Genau, die wollen alle nach Kanada. Ja. Geht so ein bisschen jetzt in die Richtung, hast du Revolution gesehen? Nee. Das ist da mit dem großen Blackout, wo es keine Elektrizität gibt. Okay. Könnte ich mir vorstellen, weil da sind die Vereinigten Staaten quasi in kleine einzelne Staaten aufgeteilt worden, die alle unter verschiedenen, ja, Herrschern oder Präsidenten oder so leben. Könnte man ja auch in die Richtung entwickeln. Klingt ein bisschen nach diesem einen Hulk-Comic. Ja, ich weiß. Dark Hulk, nee, wie heißt das nicht? Planet Hulk. Planet Hulk ist das nicht, aber ich weiß, es gab dieses große dieses Marvel-Event, wo die auch Battleworld hieß das. Nee, weil ich meine das, worauf auch, oder ist es nicht Old Man Logan? Old Man Logan ist doch so, wo die amerikanischen, wo die Vereinigten Staaten so zerfallen sind. Ja, stimmt, das gibt's auch. Und da trifft er ja am Ende auf die Hulk-Family und so Kram, genau. Ja. Nee, Old Man Übrigens Logan auch in Handmaid's Tale, weil in Handmaid's Tale ist Kanada wirklich das gelobte Land. Stimmt. In Handmaid's Tale ist auch Kanada das gelobte Land. In Logan war auch Kanada das gelobte Land. Ja. Da fallen mir bestimmt noch mehr ein. Ja, da fallen mir bestimmt noch mehr. Ja, was sagst du zu dem Negan-Plot? Also ich mag Jeffrey Dean Morgan, deshalb fände ich spannend, den weiterzusehen. Ich weiß allerdings nicht, wie sie ihn jetzt weiter verwenden werden oder sollten. Ich glaube, sie verwenden ihn so wie so ein Hannibal Lecter. Der sitzt dann im Keller. Und Rick kommt dann so einmal pro Folge, hast du so einen kleinen Dialog. Mm. Und irgendwann bricht er aus, weil das dumme Kind ihm die Tür aufschließt. Ja, hast du Hannibal als Serie gesehen? Ja. Ja, da ist ja dann Hannibal auch nicht... Es gibt aber ja, das ist ja ein Prequel. Ist ein Prequel. Aber da ist Hannibal ja auch eine ganze Zeit lang so unterwegs, ohne dass er eingesperrt ist. Ja, aber da weiß ja noch keiner... Bei Hannibal weiß ja keiner, dass er Hannibal Lecter der Kannibale ist. Ja. Ja, aber war der nicht da auch im Gefängnis und konnte ausbrechen? Nein. Okay, schon wieder zu lange her, dass ich das gesehen habe. Die haben dann bei Hannibal irgendwann mal den zweiten oder dritten Teil. Also eine Staffel war ja ein Film. Ja. Das war, glaube ich, der zweite oder dritte. Ein Buch. Also den gibt's auch als Film. Also ja. Die hatten ja eine Staffel, ja. Die dritte oder vierte? Die dritte, glaube ich. Diese Staffel gibt's auch als Film. Ach so, ja, Red Dragon. Das ist Red Dragon, auf dem das basiert. Ist das das, was in Italien spielt teilweise? War das in Italien? Doch, wo dieser Kommissario und wo dann so... Nee, das ist, das in Italien war das Sequel zu Schweigen der Lämmer. Es genau, Red richtig. Red Dragon mit genau. Dem Voldemort-Darsteller. Da gibt's auch, in Red Dragon gibt's ja zweimal. Der ist zweimal verfilmt worden. Ja.
Und hatten die nicht auch eine Staffel? Oder war das die Staffel mit den Schweinen und dem Verger, die sie bei Hannibal hatten? Es gab eine Staffel bei Hannibal, die gibt es auch als Film. Ja, aber das ist genau dieser Red Dragon Film. Und das ist dann auch das mit dem Simon Verger, mit den Schweinen und dem reichen Typ, der kein Gesicht mehr hat. Alles klar, ich bringe die Filme inzwischen alle durcheinander. Ich weiß, ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, in welchem Film da jetzt was war. Also Red Dragon ist das mit den Schweinen. Ich meine, das Hannibal Sequel ist noch mit den Schweinen. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ja, siehst du das nämlich, dann gibt's noch dieses Hannibal Rising oder so, das ist dann wieder das Prequel vom Prequel. Und ja, wobei der war scheiße. Ja, fandst du den scheiße? Ja, Hannibal Rising fand ich total beschissen. Es war irgendwie das Parfüm mit Hannibal. Ja, ach, ich fand die jetzt eigentlich alle gar nicht so schlecht. Ja gut, aber zurück nochmal ein bisschen zu The Walking Dead. Wir sind ja ein Walking Dead Podcast. Ja, was wünsche ich mir denn noch? Also sowas könnte ich mir vorstellen, dass man einfach die jetzt auch wirklich, also ich rede wirklich nochmal kurz von wirklicher Zivilisation, nicht von einem kleinen Dörfchen, was irgendwie so tut, als wäre, sondern ich rede von richtigen Städten mit Autos, mit Benzin, mit allem drum und dran, wie wir es kennen. Aber die müssten ja auch erreichen. Und das wäre dann der Hubschrauber. Das wäre dann der Hubschrauber mit Georgie drin. Okay. Und die überprüft vielleicht anhand des Verhaltens mit dem Tauschen, ob es sich lohnt, diese Gemeinschaft auf die Stadt aufmerksam zu machen, weil da ist natürlich auch irgendein Oberfiesling oder andersrum, das ist natürlich so, dass da eine Elite herrscht, ja, Reptiloiden oder sowas, ja, oder Illuminaten. Kann nicht alles gut sein. Ja, und das ist natürlich, dann kann natürlich nicht alles gut sein, ja, und die dürfen sich natürlich jetzt niemand ins Haus holen, der da potenziell Ärger machen könnte. Also suchen die sich vorher aus, wer schön friedlich und harmlos ist oder sowas, keine Ahnung. Und die Moral von der Geschichte wird wieder so sein wie bei Alexandria. Die können nicht die Augen verschließen vor der richtigen Welt, wo die Zombies herrschen. Oder die Hilltopper, die dann da reinkommen, sind halt so anders geeicht, dass sie dann die Regeln, die diese Gesellschaft sich dann auferlegt hat, um gegen die Zombies da draußen bestehen zu können und dieses Fake-Leben aufrechterhalten zu können, dass sie das halt konterkarieren und dann praktisch da auch wieder Zwietracht sehen, keine irgendwie so eine Scheiße. Weil ich wüsste jetzt auch wirklich nicht, was jetzt halt noch passieren sollte. Also das nächste wäre eigentlich Außerirdische. Könnte man vielleicht wieder aufgreifen, dass es eine Heilung für den Virus gibt? Man könnte ja vielleicht auch mal darüber reden, woher der Virus eigentlich kommt. Ja, das hatten wir ja schon anfangs von der ersten Staffel so ein bisschen da mit dem CDC. Ja, aber das wurde ja nie weiter verfolgt. Na. Und man könnte jetzt ja vielleicht auch jemanden treffen, Patient Zero oder sowas. Na. Ich meine aber nicht so viel, gelesen zu haben, dass es in sowas in den Comics doch nicht wieder aufgetaucht ist. Ja, dann emanzipiert man sich halt mal von den Comics. Die halten sich doch sowieso nur an das, was sie wollen. Ja. Ist schwierig. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht spontan. Also wenn ich es weiterschreiben würde, ich würde jetzt eine existierende Gesellschaft in Konflikt mit denen bringen. Mhm. Das wäre jetzt so das, was ich machen würde. Ja. So ein bisschen auch ein Reboot, dass wenigstens der halbe Cast nicht getötet wird, aber dass sie irgendwo anders hinziehen. Ja, und dass sie sich verbreiten. Dann kann man den Cast auch entspannt ausdünnen, indem dann die Hälfte einfach sagt, hey, uns gefällt's hier, wir bleiben jetzt hier. Na. Ja. Und dann hast du vielleicht so einen Rick oder so eine Carol oder so ein Ezekiel, die damit einfach nicht mehr zurechtkommen. Was ich durchaus im Rahmen dessen auch klar, also zum Beispiel bei der Maggie würde ich dann sagen, die findet das super, die hat eigentlich keinen Bock drauf, die schnappt sich den Savior-Typen und werden glücklich happily after, ja. Wohingegen so eine Carol und so ein Ezekiel sich in so eine normale Gesellschaft gar nicht mehr eingliedern können und wollen und dann ihr Einsiedlerleben irgendwo leben und dann hat man halt da nochmal so ein paar Konflikte und dann kann man einen Psychiater mit reinbringen. Immer schön so ein paar Sitzungen in jeder Folge. Genau, ja, das könnte man eben zum Beispiel machen. Ja, und dann lassen wir es dann nach der neunten Staffel auch gut sein. Ja. Wenn die Quoten weiterfallen, dann wird es sicherlich irgendwann die nächsten zwei Staffeln Schluss sein. Ja. Ich meine, es wurde ja mal angekündigt, sowohl der Robert Kirkman, der den Comic macht, meinte, das ist Robert Kirkman, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, meinte, er schreibt so lange weiter, wie ihm Sachen einfallen und auch von, was war das, AMC haben die auch gesagt, die werden Walking Dead so lange machen, wie es geschaut wird. Glaubst, was wartet im Nachhinein oder wenn wir jetzt mal die Staffeln Revue passieren lassen? Was glaubst du ist, wir haben den Jump-the-Shark-Moment schon gehabt und wenn ja, was war es denn für dich? Also für alle, die nicht wissen, was der Ausdruck heißt, Jump-the-Shark, ist, würde man im Deutschen übersetzen mit so dem Bogen überspannt. Danach wurde es nur noch schlechter. Jump-the-Shark muss man in der, genau,
kann man auch wörtlich nehmen, weil ich weiß nicht mehr, in welcher Sitcom es war. Die haben es jedenfalls wirklich gemacht. In irgendeiner Sitcom ist ein Typ dann mit einem Surfbrett hinterm Boot über einen Hai gesprungen, was es wirklich als Szene gab. Und ab diesem Moment hat man gesagt, war die Serie, hat es einfach übertrieben. Und das hat das definiert im Serienjargon, diesen Jump the Shark-Moment. Ja. Ja, meinst du, wir hatten den Jump the Shark-Moment schon? Und wenn ja, welcher war es? Ich würde sagen, irgendwann ab Alexandria. Ich glaube, ab den Menschenfressern. Genau, ich wollte gerade sagen, ab Terminus. Ja. Das war so, auch würde ich jetzt auch sagen, ab Terminus war es irgendwie einfach overdone. Ja. Ja. Wo du echt sagen musst, okay, wir hatten jetzt nicht schon wieder das Gleiche, weil ab dann wiederholt sich's auch wieder. Mehr oder weniger, ja. Ich glaube, das war auch so in den Comics der Punkt, wo ich dann gesagt habe, sobald die bei Alexandria waren, Negan habe ich gar nicht mehr in den Comics mitbekommen, wo ich dann keinen Bock mehr hatte, weiterzulesen. Also dann, ja, das würde ich auch sagen. Also die Governor-Nummer war noch ganz okay. Das war auch wirklich so eine relativ interessante Geschichte. Aber die Terminus-Nummer mit den Kannibalen war schon völlig crazy, ja. Und die wurde aber, glaube ich, auch nur in 3 Folgen abgehandelt, oder? Das war relativ flott, ja. Ja. Dafür, dass vorher riesel ewig lang Geschiss drum gemacht wurde. Mhm. Und dann hatten wir die Nummer mit dem, was kam denn bevor Alexandria, und zwischen Terminus kam ja noch die Story mit der Kirche, wo sie Gabriel aufgeladen haben. Ja. Das kam ja noch dazwischen. Ja. Aber ich meine, selbst da, das waren so nette kleine Geschichten, die immer so reingeflochten wurden. Und wo es okay war, wo es dann so 3-4 Folgen um einen so einen kleinen Storybogen ging, fand ich nett, weil man so ein paar verschiedene Perspektiven gesehen hat. Aber in dem Moment Alexandria, Saviors, wo die versucht haben, eine große Story zu machen, das wieder groß zu verflechten, da hat es dann nicht mehr funktioniert. Stimmt, das wäre vielleicht auch noch eine Erzählstruktur, dass man wieder so zurück zu so einem Roadmovie geht. Ja. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, ganz ehrlich, da funktionierte Walking Dead auch irgendwie am besten mit so einem Roadmovie. Deswegen finde ich's, ich fände so eine 4er, 5er, 6er Gruppe, die, deswegen fand ich es ein bisschen so bei zum Beispiel Falling Skies, also diese Alien-Serie, die ist jetzt, weiß Gott, auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber was da teilweise wirklich sehr gut war, war, als man so ein Ziel hatte. Ich glaube, die brauchen einfach wieder mal ein Ziel. Also entweder die brauchen ein Ziel, wo sie hingehen, ja, und kämpfen sich halt dann dadurch. Okay, hatten wir jetzt natürlich auch schon mal. Aber das mit so 3-4 Story-Arcs. Naja, ein Ziel hatten sie ja hier schon, Negan besiegen. Ja, aber ein Ziel, das halt auch Progress in der Serie bringt. Na. Ja, und das ist jetzt für mich hier, was ist denn jetzt das Ziel, dass sie jetzt da friedlich leben? Sagt dann bitteschön jetzt der Rick irgendwann mal, es gibt da auch einen Hubschrauber und da müssen noch irgendwo andere Leute sein und wir sollten die vielleicht mal finden. Naja. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum bringe ich diesen... Es geht mir auf. Lässt dich nicht los. Nee, es lässt mich nicht los. Weil ich einfach diesen Showrunnern alles zutraue, von komplett falscher Fährte, ja, über, sie haben es einfach vergessen. Huch, stimmt, ja. Haben wir aus Versehen rausgeschnitten. Bis hin zu, es kommt nie wieder vor und es war einfach drin. Also na, vielleicht ist das so ein typisches Element, was ich gemacht habe. Boah, weißt du, was jetzt geil wäre? Ich meine, Müllkippe, da ist doch bestimmt auch so ein Hubschrauberlandeplatz. Ja, die sind immer bei... Und dann haben wir einen Hubschrauber da, ja, ne? Wir wissen doch nicht, was wir damit machen. Jede Müllkippe hat einen Hubschrauberlandeplatz. Wer weiß genau. Es nicht, ja? Also wir lassen einfach mal einen Hubschrauber da auftauchen und gucken wir mal, wie die Leute drauf reagieren. Verstehst du, ich habe kein Problem damit, wenn man mit dem Hubschrauber, wenn man den Hubschrauber als Mystery einführt. Was hat's damit auf sich? Na. Womit ich ein Problem habe, dass niemand auf diesen Hubschrauber reagiert. Und das wäre in dieser Welt einfach, ich weiß, ich wiederhole mich, liebe Hörer, habt das alles schon 3-mal gehört, aber in dieser Welt wäre das doch die Sensation. Ja? Ja. Und keiner, der Negan sagt halt 3-mal shit, shit, shit. Und das war's. Da wird nie wieder drüber gesprochen. Das ist das, was mich aufregt. Dass man da kein Plot-Device draus, das ist irgendwie so hingeworfen kriegt und die Charakter sich komplett unrealistisch an der Stelle verhalten. Ja. In einer zugegeben war es natürlich unrealistischen Serie, ja, aber trotzdem. Also wir haben ja jetzt
Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober fängt es an. Wir haben ein halbes Jahr Zeit, um uns nochmal wieder ein bisschen zu beruhigen. Im halben Jahr geht es schon wieder weiter? Natürlich. Ach du Scheiße. Meistens geht Walking Dead im Oktober weiter. Da muss ich schon wieder alle zwei Wochen hier diesen Podcast machen. Bäm, wieder 100 Hörer weniger. Ja. Na gut, dann machen wir das mal. Dann hoffen wir aufs Beste im Oktober, November. Wenn es weitergeht, ach, dann bin ich ja wieder in Las Vegas. Da kann ich wahrscheinlich wieder die ersten Folgen da gucken. Hm. Na ja, gucken wir mal. Vielleicht mache ich dann da nochmal diese Tour dann da. Mal gucken, ob die ein bisschen anders ist als im Moviepark da. Ja, liebe Hörer, was sagt ihr denn zur 8. Staffel? Wie hat sie euch gefallen? Euer Fazit, eure Note? Was muss sich bei Walking Dead ändern, damit es wieder unser aller Lieblings-Zombie-Soap wird und wir eigentlich dann auch wirklich wieder mit Herzblut bei der Sache sind? Was wünscht ihr euch für die 9. Staffel? Und habt ihr denn sonst irgendwelche Anmerkungen zu diesem Podcast, zu unserer Reihe? Dann nochmal schreibt es in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail an info@nerdizismus.de, antwortet uns auf Twitter oder Facebook und wo ihr uns sonst überall findet. Was natürlich auch noch ganz spannend wäre, guckt ihr überhaupt noch die Serie oder kriegt ihr alle Infos über uns? Ich weiß von einem Hörer, dass er die nur noch guckt, weil wir drüber reden. Also mindestens einer guckt sie nur noch, weil wir drüber reden. Das ist auch schön. Ja. Wir haben noch ein paar kleine Ankündigungen zu machen. Wie gesagt, Dead Nerds Talking macht jetzt erstmal Päuschen. Aber die Nerdizismen sind natürlich immer noch am Start, denn wir gehen nächste Woche in Infinity War. Ja. Wir sind Ende Mai auf der FedCon in Bonn anzutreffen. Und da haben wir jetzt gleich auch nochmal ein kleines Update, was die Cons angeht. Wir haben gesagt, wir sind auf der Destination Star Trek. Wir sind auch eigentlich auf der Destination Star Trek. Das Problem ist, da sind auch noch andere, die genau das machen sollen, zu den gleichen Zeiten, auf der gleichen Bühne wie wir auch. Hallo Björn. Die Orga von dieser Convention ist anscheinend komplett Kraut und Rüben, sodass man uns eingeplant hat, Programm auf einer Bühne zu machen, die aber schon längst vom Sender Sci-Fi per Sponsoring komplett gebucht wurde. Und da auch eben dann auch ein Host und so weiter alles schon gestellt wird. Sodass wir das jetzt mal beobachten, wir aber jetzt mal davon ausgehen, dass wir da uns jetzt ehrlich gesagt auch zurückziehen, weil ich habe da keinen Bock drauf. Das ist mir echt ein bisschen zu albern. Und da haben wir ein 4-Tage-Wochenende. Und wir hätten sonst, genau, haben wir ein 4-Tage-Wochenende. Also von daher, wir werden wahrscheinlich auf der Destination Star Trek mal einen Tag sein, aber wir sind zu 90% nicht on stage, denn da wollen wir jetzt auch niemand irgendwie was wegnehmen oder so. Wir haben das pro bono gemacht, da gibt es Menschen, die machen das beruflich, dann sollen die das auch machen. Die haben da Verträge, wir haben da keine Verträge. Es ist einfach eine sehr chaotische Orga, was mich echt wundert, weil das ist ja die offizielle Star Trek World Tour Convention, wo also alle Captains und wirklich die 1A-Riege der Star Trek Schauspieler kommen. Dass die also so billig organisiert ist oder so schlappig organisiert ist. Ich höre da so ein bisschen durch die Hintertür, vielleicht hat ja jemand Lust, uns einen Vertrag anzubieten. Ja, aber die hören jetzt dann leider diesen Podcast nicht. Ja, aber vielleicht vielleicht habt ihr Kontakte. Genau, fürs nächste Mal. Wir sind natürlich buchbar und wir sind auch käuflich. Ja? Also ich gebe voll und ganz offen und munden zu. Ich bin absolut käuflich. Der Preis stimmt, mache ich fast alles. Ja, ich hätte auch Wetten, dass moderiert. Aber die habe ich nicht gefragt. Man muss sich darauf einstellen, dass wir unsere ehrliche Meinung vom Kund tun, aber dafür werden wir ja dann auch bezahlt, hoffentlich. Genau, und für unsere ehrliche Meinung, deswegen haben wir einen überschaubaren Hörerkreis, ja, und haben nicht Bibis Beauty Palace. So, in diesem Sinne freuen wir uns auf euer Feedback. Ganz, ganz wichtig nochmal hier an der Stelle, bewertet uns echt mal auf iTunes. Das würde unsere Show echt voranbringen. Auch wenn ihr uns da nicht hört, wenn ihr einen iTunes-Account habt oder einen Apple-Account habt, schreibt mal was Nettes rein. Das wertet der Algorithmus dann nämlich als positiv und spült uns mal ein bisschen nach oben. Ne? In diesem Sinne, wir freuen uns, gehabt euch wohl, bis die Tage. Cheerio. Ciao.